Open Air Frauenfeld 23. Lukas, Max, Dave, Jakob und Randy. Viele Moshpits. Verrückte Menschen. Weniger verrückte Menschen. Ich habe so viele von euch getroffen, ihr seid alle super. Kuss geht raus. Hey Randy, alles fit, Bro? Alles fit. Oh mein Gott, Kuss geht raus. Viel Spaß mit der Folge aus der Schweiz. Ich sag so, wie es ist, Leute. Randy will Schweizer werden. Wenn ich es schon nicht geschafft habe, eine Green Card zu bekommen, how good are my chances to get a Visa? Swiss Visa? Citizenship. Ist nicht so schwer. Nicht so schwer? Seine Frau schon finden. Genau deswegen bin ich heute hier. Wir sind im Radisson Blu. Komplette Crew, also wirklich gefühlt halb YouTube Deutschland ist dort. Und dann Lukas und Randy. Komplett YouTube Wien. Riesenhotel, Alter. Damn! Das Hotel ist eindeutig ein Ticken zu groß. Es wird spannend. Damn! Von Mac haben wir Make-up bekommen. Jetzt weiß ich schon direkt, dass das Zimmer auf Mädchen gebucht war, wenn da Mac Cosmetics drin liegt. Aber das Zimmer ist geil, das sehe ich jetzt schon. Leute, Leute, Leute! Na wo... Oh. Der Frauenfeld, Kuss geht raus. Küche, ich habe eine Küche. Ich habe ein Bett. Was ist hier drin? Wimperntusche, das werden wir auch benutzen. Was sagen wir eigentlich zu Randys neuer Kette? Das ist meine neue Kette. Ja, Bruder? Wo bist du? Wir sind unten in der Lobby, wir sind gerade wieder zurückgekommen. Wartet in der Lobby. Ich habe das doch gesagt. Guck mal hier. Guck mal, jetzt zwei, die haben dieselbe Kette. Alter. Hey, what up? Da. Was geht ab, Doc? Alles gut? Super. Was geht ab? Alter, was geht ab? Sorry, Bro. Du warst verstehen geblieben. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Bestens. Ey, laber keinen Sch. Ja, ja. Die hat Dave gerade gekauft, aber in schwarz. Also, ihr könnt euch sicher noch daran erinnern, dass ich vor ein paar Monaten, Wochen gesagt habe, dass ein Goal von mir wäre, einmal Luciano vor die Kamera zu kriegen. Besser gesagt, mit Luciano einen Vlog zu drehen. Das wird nicht passieren auf diesem Festival. Aber vielleicht bekommen wir Luciano vor die Kamera. Randy hat ja vor YouTube und sowas, der war auch Tänzer, professionell. Ich habe gemodelt und getanzt. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie Model, aber man muss nur groß sein, um Model zu werden. Weil Schönheit liegt im Auge des Betrachters und Randy ist verdammt hässlich. Plan ist, den einmal vor die Kamera zu kriegen und dann gleichzeitig ihn zu fragen, wie viele Abonnenten ich machen muss, damit er mit mir ein komplettes Video dreht. Oder besser gesagt, einen Tag mit mir verbringt. Wir sehen uns morgen. Oder vielleicht kriegt ihr ein paar Ausschnitte über... Ich habe mein Handy dabei. Ladies and Gentlemen, das ist auf jeden Fall der Zwischenstand. Sehr gut. 11 von 10. Super, ich habe noch nicht viel mitbekommen. Gut? Bestes. Noch ganz gut. Da geht's Leuten sehr gut. Oh! Ich weiß nicht, ob ihr checkt, aber das hier ist die Wiener Connection. Ah, guck mal hier. Oh, hey, so macht man das in Wien. Ja, oh. Hey, baby, when you flex with the tanks. Ja, das ist krank, gell? Ladies and Gentlemen, ich sage es so, wie es ist. Es sind nur ein paar kurze Einblicke von dem heutigen Tag. Egal, was passiert. Ich zeige euch einfach alles, was hier passiert. Es gibt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele verschiedene Areas, Leute. Da hinten Mainstage, hier Red Bull Zelt, Flower Powerhouse, Rap City. Kann ich endlich auch mal eine so eine teure Sonnenbrille haben wie du? Wir haben dir schon Schuhe geschenkt. God damn! Danke! Ich weiß nicht genau, was hier jetzt passiert, Ladies and Gentlemen. Was ist das für eine Stage? La Fabrique. Ja!
ist weg, aber ich komm noch rein. Best. Yo, this man tried to test my gangster last night. Tombo, boy. Sag mal seinen Namen. Ser Roberto. Irgendwo da drin, Travis. Da 100% Travis, oder? 100? Noch nicht. Noch nicht? Leute, wir sind im Moshpit. Zweiter Tag. Heute ist Tag 2. Gestern war komplett wild. Travis Scott, erste Reihe war ich gefühlt. Also habe ich in meinem Leben solche G-Kräfte. In meinem Leben habe ich die nicht gespürt wie. Ihr sagt Stiegenhaus, ja. Ich will nur mal ganz kurz fragen, wie war es gestern? 1 bis 10. Randy war 10 von 10 besoffen. Danke. Bro, du warst 10 von 10 besoffen. 9. 9 von 10 besoffen. Wie war es für euch? 9 von 10. Wie war Travis aber? Randy und ich dachten so, willkommen weit nach vorne, bis wir dann so 10 Minuten lang wie so NPCs gegen so einen Wellenbrecher gelaufen sind, um dann zu checken, dass es ein Wellenbrecher ist und wir nicht weiter nach vorne kommen. Travis Scott, erste Reihe war ich gefühlt. Open Air Frauenfeld. Randy war mit Abstand der Besoffenste auf dem ganzen Fall. Ladies and Gentlemen, we back in this bitch. Back. Damn. Yeah, Hi, wie geht's? Die Frau mit den größten Händen der Welt. Ja. 50-50 Cola und 50 Perfekt. Diese Bar ist schuld, dass ich gestern so unterwegs war. Gut, dass du gestern die Kamera nicht dabei hattest. Gut für dich. Was schlecht für euch. Das wäre sehr unterhaltsam geworden. Ich finde das irgendwie geil, dass hier eine Bühne ist und da direkt auch eine. Wenn man da. Ah, okay, voll Banane-Ski. Weil dann wartet man hier, aber kriegt von da trotzdem Musik, weißt du? 40.000 Menschen, das ist schon krank viel, Alter. Das habe ich gerade nur so gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Nächste. Hallo, ich hätte gerne einmal hier so Madagaskar. Perfekt. Ich war nicht so verkehrt. Bis 30. 50.000. Oha. Friday Edition. Hammer des Balls. Acht? Ja. Naja, 7. Aber ist geil, Bro. Probier. Ich bin nicht drauf. Fahr ab. Fahr ab. Perfekt. Ist okay, gell? Festival, der Baum ist noch richtig gut. Randy hat den Lukas gemacht. Da, wo wir jetzt hingehen, wo wir auch gestern zur Eröffnung waren, ja, ist ab 18. Die Jungs gerade eben durften nicht rein, weil da sind nur die Shows, die dumm gehen. Oh! Das heißt mit anderen Worten, Bro Johnny 5, das wird eh brutal. Zum Glück sind wir beide schon 20. Zum Glück. Willkommen, Ladies and Gentlemen, bei der 18er-Zone. Auf drei, alle zusammen! In Deutschland! Gentron ist bunt, weiß und rot ist bei Blut. Gentron ist bunt, weiß und rot ist bei Blut. Bitch! Let's go! Wir werden da jetzt reingehen, Ladies and Gentlemen. Ja! Am nächsten Block können wir rein. Okay. Pushen! Ich bin mit Kamera hier drin. Jetzt wird gefährlich. Vielleicht kennen wir ein paar von euch. Jetzt wird gefährlich. Seht ihr Dave oder so? Nein. Ja, okay. Ready. Ready. Was geht? Okay, raus. Bruder! Sorry. Krank, ey! Aber geil! Können wir, ey, Bro, ich guck jedes Video von dir mit meiner Freundin. Können wir ein Foto machen? Ich liebe ja Lukas, dass er immer für mich ein Bier holt. Bro, das hätte nicht sein müssen. Dankeschön. Eine Stunde später. Hast du ein Foto gemacht? Oh mein Gott. She got it. Alter, sieht so aus, als wärst du einfach mit ihm hier gewesen. So. Da ist niemand außen rum. With my friend Ed Luciano. Auf jeden Fall, der Bruder ist heute hier. Wir schauen jetzt mal kurz zu Snipes rein. Jedes Jahr auf dem Frauenfeld und auch wieder 2023. Kommt vorbei, habt Spaß. Alles gut? Like so. Mein Vater ist aus Antep, deswegen ist mir ganz besonders, wenn die Videos von Antep. Der Song gehört euch. Sucht euch aus, was ihr haben wollt. Enjoy yourself, das ist das Wichtigste. Sag ehrlich, wie es ist, ein dicker Kuss geht raus an Snipes. Nicht selbstverständlich, liebe euch. Ja? Ey, passt, ja. Ja. Bin ich in XL? L, ey. Die wird auch noch gekoppt, die ist cool. Wie viel war das, Ching Ching?
zu viel AMK. Dankeschön. Kuss geht raus, live. Nein, du hast sie mir nachgekauft. Jetzt versuchen wir irgendwie Luciano zu treffen. Ich sage euch ehrlich, das wird einer der schönsten Tage für mich überhaupt. Ist mir scheißegal, was Leute sagen. Hey, Fanboy hin oder ja. Randy hat es irgendwie nach 10 Minuten in den Bereich der Artists geschafft. Genau dann ist Luciano mit seiner ganzen Truppe an ihm vorbei und musste auf die Stage. Paar Sekunden später. Hey Randy, alles fit, Bro? Alles fit. Oh mein Gott, wie fleißig zu sehen. Kuss geht raus. Hol mal nach und flieg ans Meer. Yeah, yeah, yeah. Schau mal auf den Kopf und rasch und fehlt in die Party flippen. Alle in Love, alle in Love. Ja. So Leute, ein paar Tage später, ich habe meine Niederlage verdaut, nennen wir es so. Sabrina hat sogar Luciano getroffen, also komplett, wirklich, ich weiß nicht, wie ich das verkacken konnte. Aber ist wie es ist, wir werden den Bruder noch treffen. Ein dickes Shoutout geht raus an das Open Air Frauenfeld 23, würde sehr gerne wiederkommen. Danke, lass gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal, peace. Zu late, ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst, ich muss zusehen. Vlog und euch nicht auf die Damen konzentriert. Erstmal arbeiten, dann das Vergnügen. Ganz, ganz. Das ist ein super Foto.